Kapitel 2. Corsin erkannte das Geräusch sofort. Auf der Galerie des Anwesens trafen Lichtschwerter aufeinander, gleich draußen auf dem Gang zu seinem Arbeitszimmer. Jariad wirbelte über den glänzenden Boden und stürmte auf seine in Schwarz der Schwerter gekleideten Angreifer zu. Diesmal zogen ihre Klingen keine harmlosen Kreise in der Luft. Vielmehr warfen sie sich auf ihn, bloß um von seinem zornigen Gegenschlag zurückgetrieben zu werden. Einen nach dem anderen besiegte Jariad seine Widersacher, einen drängte er unter eine umstürzende Statue, einen anderen schleuderte er durch ein brandneues Rauchglasfenster. Der dritte sah sein Lichtschwert den Flur hinunterschlittern, als Jariad seine behandschuhte Hand vom Gelenk trennte. Corsin trat in den Gang, das Lichtschwert und die abgetrennte Hand in den Fingern. »Bist du sicher, dass du deinen Haufen Schwerter nennen willst? Wie es scheint, kommen ihre Klingen ihnen nur allzu leicht abhanden.« Jariad deaktivierte seine Waffe und atmete aus. »Genau das wollte ich demonstrieren, Großlord. Sie stehen zu schnell mit leeren Händen da.« »Das solltest du allerdings nicht ganz so wörtlich nehmen, mein Sohn«, meinte Corsin und warf die Hand ihrem sich krümmenden Besitzer auf den Boden zu. »Wir verfügen hier nicht gerade über ein modernes Medilabor. Für Inkompetenz ist hier kein Platz. Das Ganze war eine Trainingseinheit, Jariad, nicht das große Schisma. Sammle dich und komm nach draußen.« Corsin seufzte. Ungeachtet der Gefühle, die er für seinen verblichenen Halbbruder empfand, hatte er versucht, Jariad den rechten Weg zu weisen. Leider jedoch trugen seine Bemühungen keine Früchte. Jariad besaß zu viele derselben selbstgefälligen Charakterzüge, die schon der Wurzel zum Verhängnis geworden waren. Entweder er tat nichts oder er übertrieb es. »Es ist gut, dass es auf Kesh keinerlei Rauschmittel gibt«, dachte Corsin. »Sonst hätte Jariad da weitergemacht, wo sein Vater aufgehört hat.« Corsin trat in die untergehende Sonne hinaus. Sofort tauchte wie aus dem Nichts ein Keshiri-Diener mit einem Tablett voller Erfrischungen auf. »Die Dinge hier sind für meine Leute nicht von Vorteil«, erklärte Jariad, der ihm nach draußen folgte. »In dieser Stadt gibt es einfach zu viele Ablenkungen.« »Absolut, an Ablenkung mangelt es nicht«, sagte Corsin mit Blick auf den Hof. Adarival war eingetroffen. Jariad beachtete sie gar nicht. »Herr Großlord, ich bitte um die Erlaubnis, die Schwerter im Zuge einer Trainingsmission in die nördlichen Gebiete führen zu dürfen, weit hinter Orek. In diesen Wüsten gibt es nichts, das sie auf andere Gedanken bringen würde. Dort können sie sich konzentrieren.« Corsin wandte sich wieder seinen Neffen zu. »Oh, gewiss.« Er nahm einen zweiten Kelch vom Tablett. »Entschuldige mich.« Corsin hatte gedacht, Adari würde zu ihm aufschauen, doch als er sich im Garten zu ihr gesellte, stellte er fest, dass sie in Wahrheit eine Reliefskulptur betrachtete, die in einen dreieckigen Gipfel des Gebäudes weiter oben gemeißelt worden war. Was ist das?« fragte sie. Corsin kniff die Augen zusammen. »Wenn ich mich nicht irre, ist es eine Darstellung meiner eigenen Geburt.« Er trank einen Schluck. »Ich bin mir nicht sicher, was die Sonne und die Sterne damit zu schaffen haben.« Wohin er in diesem Palast auch blickte, fand sich etwas, mit dem die Keshiri seine Göttlichkeit versinnbildlichten. Er lachte innerlich. »Wir haben uns wirklich gut verkauft.« »Ich hatte dich heute gar nicht erwartet.« »Wir sind jetzt Nachbarn«, sagte sie und nahm beiläufig das Glas entgegen. »Bei einem Palast dieser Größe ist halb Kesh unser Nachbar.« »Und die andere Hälfte ist im Haus und scheuert die Böden.« Adari hielt abrupt inne und sah ihm in die Augen. Gelegentlich spielte sie immer wieder mit dem Gedanken, die Grenze zu überschreiten. Corsin lachte herzlich. Sie brachte ihn stets zum Lachen. Gleichwohl, als über ihnen ledrige Schwingen erklangen, sah Corsin den wahren Grund für Adaris Besuch. Tona, ihr noch lebender Sohn, eilte von einem verschnörkelten Außenanbau herbei, um sich die Zügel eines landenden Uwaks zu schnappen. Nida Corsin war von ihrem morgendlichen Ausritt zurückgekehrt. Corsin hatte Tona kurz nach der Gründung von Nidas Gruppe zu ihrem persönlichen Stallmeister ernannt. Der junge Mann wirkte entgegenkommend genug, wenn auch nicht besonders helle. Adari nahm ihren Sohn beiseite und wechselte leise einige Worte mit ihm. Dann wandte sie sich wieder an Corsin. »Tut mir leid, aber ich habe Dinge in der Stadt zu erledigen.« »Werde ich dich wiedersehen?« »Wann? Heute?« »Nein, ich meine überhaupt.« Corsin lachte wieder. »Er ist unbehaglich zumute«, dachte er.
Er fragte sich, warum. »Natürlich heute. Wir leben jetzt in derselben Stadt, nicht wahr?« Adari verdrehte die Augen in Richtung des kolossalen Gebäudes hinter ihnen. »Ihr habt eine Menge Mühen auf euch genommen, um mich hier zu haben.« Sie brauchte ein Lächeln zustande. »Nun, wisse einfach, dass ich morgen nicht da sein werde,« sagte Corsin. »Silas Medizentrum wird vom Tempel hierher verlegt. Ich werde mich morgen früh auf den Berg begeben, um die gesamte Einrichtung zu inspizieren, bevor wir sie dicht machen. Es dauert bloß einen Tag.« Adari nahm seine Worte auf und berührte seine Hand. »Ich sollte gehen.« Als sie davonging, schaute Corsin wieder zu seiner Tochter auf der anderen Seite des Hofs hinüber. Nida war stehen geblieben, um zuzusehen, wie Jariyat und seine gedemütigten Kämpfer mit forschen Schritten zu ihren eigenen Reittieren marschierten. Und er sah, dass Tona sie beobachtete. »Dein Sohn sollte auf der Hut sein, Adari«, sagte Corsin. »Er verbringt viel Zeit mit Nida.« Er grinste. »Das muss wohl dieser spezielle Corsin-Charme sein, dem ihr Wals euch einfach nicht entziehen könnt.« »Nun, heute schon, Großlord«, erwiderte Adari mit einem Wink zu ihrem näherkommenden Sohn. »Tona wird mich begleiten, Familienangelegenheiten.« »Ich verstehe«, sagte Corsin. »Familienangelegenheiten.« Während er verfolgte, wie Jariyat gen Norden davonflog, wünschte er sich, selbst weniger davon zu haben. Jahre zuvor war Isridash der Peiniger gewesen. Als Inquisitor der Neshtovar hatte Das Adarival als Ketzerin gebrandmarkt, weil sie die Legenden über die Entstehung von Kesh und die Rolle, die ihre Götter von Hochtroben, den Himmelsgeborenen, dabei gespielt hatten, nicht für voll genommen hatte. Das war jetzt schon lange tot. Jetzt jedoch saßen seine Söhne und Enkelsöhne Adari in Das von Kerzenschein erhellten Salon schweigend gegenüber. Adaris Widerstandsbewegung hatte sich im Laufe der Jahre an den verschiedensten Orten getroffen. Beispielsweise unter einem Aquädukt oder hinter einem Uwakstall, den Tona in Taf betrieb. Allerdings hatten sie sich nur selten in einem solchen Luxus zusammengefunden oder in dem, was als Luxus betrachtet wurde, bevor Adari Leute in ihre Mitte gebracht hatte, die Vorgaben, die Himmelsgeborenen zu sein und die Normen der Keshiri neu definiert hatten. Jetzt entschieden die Neshtovar und die Ketzerin, in dem Haus, das einst vorübergehend Großlord Corsin persönlich beherbergt hatte, über das Schicksal des Volkes der Keshiri. »Die Sache wird funktionieren«, sagte sie. »Das, was ihr mir über Uvax beigebracht habt, das, was wir für unsere Leute arrangiert haben, die Sache wird funktionieren.« »Das sollte sie besser«, grollte der Älteste. »Wir geben viel auf.« »Ihr habt bereits eine Menge aufgegeben. Dies ist der einzige Weg, um es zurückzubekommen.« Adari wusste, dass sie ein Risiko damit einging, Mitglieder der Neshtovar in ihren Kreis zu bitten. Doch es musste getan werden, solange sich die ältesten Neshtovar noch daran erinnerten, was die Sith ihnen genommen hatten. Die Erinnerung an die Vorzüge, mit denen ihre alte Gesellschaft die Uvakreiter ungerechterweise überhäuft hatte, hatte Adari jetzt ihre Kooperation gesichert. Erst kürzlich war Adari klar geworden, dass die Uvaks der Schlüssel waren. Die Sith waren mächtig. Einer auf sich allein gestellt konnte etliche Keshiri in Schach halten, vielleicht sogar ein ganzes Dorf. Doch zunächst einmal mussten sie zu diesem Dorf gelangen. Und hier arbeitete Kesh mit seinen weiß ausgedehnten Landmassen gegen sie. Die Sith zählten mittlerweile fast 600, beinahe doppelt so viel wie damals, als sie herkamen. Allerdings waren die Orte auf Kesh nach wie vor noch zahlreicher. Um die Ordnung aufrechtzuerhalten, waren die Sith gezwungen, regelmäßige Uwak-Flüge ins Hinterland zu unternehmen. Neshtovar-Reiter einer anderen Ära hatten den Kontinent Kesh da einst vereint, indem sie die vielen natürlichen Hindernisse überwanden. Jetzt machten sich die Sith dieselbe Strategie zunutze und entsandten Rundreiter, die Präsenz zeigten und die lokalen Verwaltungen aufsuchten, die zum größten Teil mit einstigen Angehörigen der Neshtovar bestückt waren. Doch obwohl die Neshtovar die Obleute der Sith am Boden waren, saßen sie jetzt praktisch auch am Boden fest. Da die Sith die stärksten Uwak schon kurz nach ihrer Ankunft für sich selbst beansprucht hatten, blieben immer noch tausende domestizierender Uwaks für die Keshiri übrig. Die meisten wurden als Arbeitstiere eingesetzt, doch bei Besuchen der Sith-Bergzuflucht und anderen Verwaltungsaufgaben war es den Neshtovar nach wie vor erlaubt gewesen, auf Uvax zu fliegen. Nach der Katastrophe bei den Seen hatte das ein Ende gefunden.
Uwakreiter waren die traditionellen Nachrichtenboten der Kashiri, doch die Sith wollten nicht, dass eine andere Kunde als die ihre ihr rund machte. Ehemalige Reiter, die nicht zur Polizeiarbeit verdonnert wurden, kümmerten sich jetzt um die Stallungen und versorgten Kreaturen, die sie niemals mehr fliegen durften. Ihre Uwaks gehörten Sith, die vermutlich noch den Kinderhort besuchten. Adari, der es war erlaubt worden, Ning zu behalten, damit sie Korsin weiterhin besuchen konnte, aber sie war die Einzige. Korsin besucht morgen den Bergtempel, erklärte sie. Sila ist da und Jariyat ist nach Norden aufgebrochen. Die Nächte waren Männer nickten einander zu. Sehr gut, sagte der Älteste. Wenn deine Zählung zutrifft, haben wir überall ausreichend Leute in Position. Sie ist zutreffend. Ihrer Bewegung gehörten auch Kashiri-Diener an, die für viele der wichtigen Sith arbeiten. Tilden Kaa hatte Silas Gefolge durchgezählt. Adari indes hatte andere Leute, die im direkten Umfeld von Korsin und Jariyat verkehrten. Ihr Sohn behielt sogar nie das zweifelhafte Kunstflieger im Auge. Morgen Mittag, es wird funktionieren. Als sie in die von Fackelschein erhellte Gasse hinter dem Haus trat, dachte Adari an Korsin. Wenn er gerufen wurde, von Sila, würde sich Korsin nicht allein zum Tempel begeben, ganz gleich, wie banal der Grund dafür auch sein mochte. Sie überprüfte erneut die Zahlen, die sie auf ihrer Hand notiert hatte. Ja, sie würde genügend Leute dort haben, und das allein schon unter den Stallarbeitern, die ihn begleiteten. Tona tauchte aus der Dunkelheit auf. Ich habe auf dich gewartet. Tut mir leid, sagte Adari und schaute zu ihrem Sohn auf. Sie wollten noch einmal alles durchgehen. Sie konnte die Enttäuschung ihres Sohnes auflodern sehen, als er ins Licht trat. Sie hatte stets geglaubt, dass ihre beiden Kinder nach ihrem Vater kämen. Doch jetzt, in seinen späten 20ern, war sie überrascht darüber, wie sehr Tona ihr selbst ähnelte. Ich hätte dabei sein sollen, Mutter. Ich gehöre ebenfalls zu den Eshtovar. Sie sind bloß vorsichtig, Tona. Je weniger Leute die Einzelheiten kennen, desto besser. Ich will morgen mit dir zusammenreiten, sagte Tona. Du hast hier deine eigene Aufgabe zu erledigen, erinnerte ihn Adari. Und wir werden uns sehen, sobald du Erfolg damit hattest. Sie berührte seine Wange. Du solltest Nida und ihre Leute nicht zu lange allein lassen. Morgen wird ein geschäftiger Tag. Ich schlafe etwas. Adari verfolgte, wie er sich umdrehte und wieder in der Nacht verschwand. Der süße, einfach gestrickte Tona. Sie hatte ihm nicht alles erzählt. Aber andererseits, wie könnte sie das? Ihre verstorbene Mutter hatte ihre Ketzerei nie verstanden und auch nicht ihre Heiligsprechung. Wie hätte ihr Sohn da ihr Märtyrertum akzeptieren können? Als sie den Blick über ihre leere Krankenstation schweifen ließ, kam Sila der Gedanke, dass das goldene Zeitalter begonnen hatte und sie war dafür verantwortlich. In den Jahren, in denen sie nun schon den medizinischen Stab des Stammes leitete, hatten sie hier gute Arbeit geleistet. Sämtliche auf Kesh heimischen Krankheiten waren identifiziert und unter Kontrolle gebracht worden. Mithilfe der Kashiri hatten Silas Biologen das Land durchkämmt, um pflanzliche Arzneien zu katalogisieren, die für Menschen nützlich waren. Die Machtheilfähigkeiten ihres Stabes waren nicht verkümmert, sondern hatten zugenommen, genauso wie die Überlebensrate der Amputierten. Auch war der Stamm jetzt reinblütiger, dank der Aufmerksamkeit, die sie der Vererbungslehre schenkte. Es würde nicht mehr allzu viele Generationen dauern, bis das Blut der Sith auf Kesh vollkommen menschlich war. Sie bedauerte nur, dass sie nicht lange genug leben würde, um das mitzuerleben. Oder würde sie es doch tun? Ein angenehmer Gedanke. Nichtsdestotrotz boten die Sith schon jetzt einen attraktiveren Anblick als früher. Sie hatte in den Kindern den Respekt für ihren Körper geweckt, das Verlangen nach physischer Perfektion. Die Sith Lords, die sie hinter sich zurückgelassen hatten, entsprachen grässlichen Klischees. Die meisten von ihnen waren barbarische Kettenrassler mit lächerlicher Aufmachung und Kriegsbemalung. Sila Stamm war da ganz anders. Tätowierungen waren Sklaven vorbehalten. Ein Sith von Kesh erblickte bereits als Kunstwerk das Licht der Welt. Und nach den Verlusten durch die Säuberung war die Zahl des Stammes in den letzten paar Jahren rasch gestiegen. Die Aussicht auf ein warmes Zuhause auf Meereshöhe genügte, um selbst in den einzelgängerischen Sith den Gedanken an eine Familie zu schüren. Draußen im Hof entdeckte Sila die größte Überlebenskünstlerin des Stammes, Orlando. Sie war hochschwanger. Hier mangelt es nie an Überraschungen.
Alles erledigt, sagte Orlando und lehnte sich gegen einen klapprigen Karren, der dabei war, Tav zu verlassen. Die jüngere Frau schaute nervös zu Boden. Corsin würde jeden Moment eintreffen. Wollt ihr, dass ich mich hierum kümmere? Ich kann zwar nicht fliegen, aber ich kann auf diesem Karren mit zerbrechlichen Gütern runterfahren. Sila biss sich auf die Unterlippe. Corsin würde misstrauisch werden, wenn er Orlando bei seiner Ankunft an Silas Seite sah. Doch falls hier irgendetwas schief ging, konnte Orlando dafür sorgen, dass Silas Kurs beibehalten wurde. Geh, sagte sie seufzend. Aber beeil dich, sie kommen. Orlando rollte klappernd hinter Keshiri-Trägern her. Abgesehen von den Uwaks waren sie die einzigen Lasttiere des Kontinents. Die Zeit ist gekommen. Sila eilte auf den Platz zu, den die Gebäude und der Schrein der Omen bildeten. Corsins Gefolge landete am anderen Ende, ausnahmsweise einmal genau planmäßig. Corsin und Kloyds vier Leibwächter nahmen ihre Positionen ein, während Keshiri-Helfer die Uwaks fortführten. Ihre Stallungen würden als allerletzte geschlossen werden. Corsin studierte den Platz um sich herum. »Ah, Sila, da bist du ja!« Er kam auf sie zu, hinaus ins Freie. »Ja, hier bin ich.« Sie schloss die Augen und konzentrierte sich. »Jetzt, Dariat«,